Schauplatz Tribuswinkel. Ereignis FC AS Logistik Tribuswinkel gegen Tabellenführer Oberwaltersdorf. Eine turbulente, kampfbetonte Partie, die mit 2:0 an die Gäste ging. Oberwaltersdorf ist eine Spitzenmannschaft, ist ganz überlegen, hat überhaupt erst ein Unentschieden und sonst alles gewonnen. Also die sind wirklich überlegen in unserer Liga und daher wird es auch sehr schwierig sein für uns. Ja, aber der FC Tribuswinkel hat sich ja sehr, sehr gut erholt, ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Das heißt, auch im nächsten Jahr wird es so weitergehen. Einen guten Funktionärskader, einen guten Spielerkader, junge Spieler, so kann es weitergehen. Ja, der Verein ist gut aufgestellt. Wir haben mit meinem Stellvertreter Herrn Horvath und mit den Mitarbeitern im Verein gute Leute und sportlich natürlich, das gehört dazu, da muss es funktionieren und wir hoffen natürlich mit unserem Sponsor AS Logistik, der uns weiter unterstützt, dass wir dann nächstes Jahr auch wieder vorne in der Tabelle sein können. Wir haben heute zwei Kantinen offen, also normalerweise haben wir nur eine Kantine im Innenbereich und weil wir heute gegen den Tabellenführer spielen, es ist sozusagen das Spitzenspiel, es spielt ja die beste Frühjahrsmannschaft Oberwaltersdorf gegen die zweitbeste Frühjahrsmannschaft, den FC AS Logistik Tribuswinkel, haben wir auch eine Außenkantine und hier bin ich am Werk. Sie sind ja auch als Vorstandsmitglied kassiert, das heißt, Sie schauen mächtig genau aufs Geld. Ja, und wenn ich die Zuschauerzahlen anschaue und sehe, was bei den Kantinen heute los ist, dann freue ich mich natürlich doppelt. Ja, die spielerische Leistung ist ja eine sehr große. Der FC Tribuswinkel hat sich ja sehr, sehr gut entwickelt in den letzten 1,5 Jahren. Das heißt, tolle Arbeit geleistet. Ja, ich bin also wirklich stolz auf mein Team. Man muss sagen, es werden immer mehr Leute, die bei uns mitarbeiten. Also das ist jetzt von unserem Platzwart, dem Herrn Bürstinger, angefangen über die engagierten Jugendtrainer, die wir haben, die ganzen Damen, die im Kantinenbereich arbeiten, bis hin zu den Helfern, die halt so immer wieder Hand anlegen, unserem Obmann Stellvertreter. Also wir sind in dem Jahr wirklich zusammengewachsen und sind wirklich ein gutes Team geworden und das macht mich sehr stolz. Erst einmal bin ich sehr stolz auf meinen Verein. Wir haben uns ja wirklich nach schwierigen Situationen sehr gut erfangen. Wir haben ein tolles Funktionärsteam, auch sehr brave Spieler. Wir sind derzeit Dritte in der zweiten Klasse Triestingtal, ist nicht selbstverständlich und daher muss ich sagen, mal danke, dass die funktioniert. Wir haben eine tolle Jugendarbeit, haben 6 oder 7 Jugendmannschaften und ich glaube, das ist ja das Wichtigste, dass wir die Jugend zum Sport bringen. Ja, zum Spiel selbst. Oberwaltersdorf heute ist natürlich interessant. Nachbarn sind wir nicht. Die sind ja fast Meister. Der ist besonders heute wichtig und ich denke, das Wetter passt auch. Und die Leute sind da. Und ich hoffe, dass alle zufrieden nach Hause gehen. Ich sage nach dem alten Motto, es möge der Bessere gewinnen. Und wenn es Tribuswinkel ist, freut mich besonders. Ja, aber ein gutes Team im Hintergrund beflügelt natürlich das Team auf dem Rasen. Und das war heuer auch schon sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, wir sind die zweitbeste Frühjahrsmannschaft in der zweiten Klasse Triestingtal. Und wir hoffen auch heute auf einen vollen Erfolg, obwohl es wird natürlich sehr schwer, weil Oberwaltersdorf ein großer und mächtiger Gegner ist. Aber unsere Jungs sind sehr motiviert und werden sicher ihr Bestes geben. Der Ehrgeiz der FC Tribuswinkel ist ja sehr groß. Das heißt, das wird ein interessantes Match werden. Ja, es ist sicher ein sehr interessantes Match, weil ich sage, der Ehrgeiz der Spieler, der Funktionär ist immer groß, ist ja wichtig, gehört dazu. Natürlich, aber das wird meistens mit dem Präsidenten irgendwann teuer. Ne? Das muss man auch sagen, weil das werden die Wünsche auch immer größer, aber trotzdem, wir bemühen uns sehr speziell seit der Stadtgemeinde, auch der Bürgermeister und die Frau Sportstadtrat, die bemühen sich sehr und gemeinsam schaffen wir das schon, dass wir das wieder, dass wir Tribuswinkel jetzt wieder hingebracht haben. Es funktioniert und daher zahlen wir gern was, wenn es erfolgreich sind.